Alter, was ist das denn? F11? Ist auf jeden Fall ein dicker Stinkefinger. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es jede Menge Emotes, wie ich gerade feststelle. Nein! Oh, Zombie! Irgendwie habe ich das doch gelesen hier. Oh, das ist krasses Boxen. Ich glaube, da hinten ist ein Player. Nee, ist ein Zombie, oder? Oh, Zombies sind übel. Zombie, okay. Ich hab ihn. Wie kriege ich jetzt? Ah ja, genau. Ach, da unten ist das. Okay, alles klar. Mit F, alles klar. Gut, so, weiter geht's. Was ist denn Gauss? Okay. Jus, ist das eine Bandage oder was? Scheint so. Ich bin hier auf einer Brücke. Okay. Da hinten ist ein Bär. Jetzt really? Okay. Wir gehen dann woanders lang. So, schätze dann, ich mute dich mal, ne? Klingt nach einem Plan. Wenn wir an zwei verschiedenen Orten sind, irgendwie, wenn du mich triffst, nicht töten. Ja, das gilt aber auf, ne? Und so, genau, mach mal. Ja, das sag ich. Ja, dann mal in dem Fall herzlich willkommen und sorry für den Ausrutscher, den ich hier gerade hatte. Willkommen in H1Z1. Warum ist das Game jetzt wieder so laut? Ja, ihr habt ja eben gerade noch den Kojan gehört. Wir haben jetzt sage und schreibe 5 Stunden gebraucht, um dieses blöde Game zu joinen. Es ist eine absolute wahre Freude. Und warum ist das immer noch? Okay, gut. Schon besser. Eine wahre Pracht. Wir sind auf demselben Server. Das Server lasse ich jetzt erstmal geheim. Und jetzt heißt es irgendwie überleben. Bestes Wetter. Tageslicht. Macht optisch schon ein bisschen was her. Und ja, ihr müsst euch dran gewöhnen, dass ich hier mit dem Kerl durch die Gegend laufe und meine Stimme an den Tag lege hier. So, Hunger. Blackberries, eat. Oh je, das Gelbe vom Ei ist es ja auch nie wirklich. Ja, zu H1Z1 kam gestern offiziell. Gestern, übrigens, es ist morgens um 5. Ne, wartet mal, lass mich mal ganz kurz auf dem Handy gucken. 5.18 Uhr haben wir. Am 16. Januar, am 15. Januar, um 19 Uhr sollte es released werden. Hat wunderbar funktioniert. Es gab den einen oder anderen Streamer, YouTuber, der es tatsächlich relativ früh geschafft hat. Jetzt muss ich nochmal rauskriegen, wo hier der Punkt ist, dass man auch looten darf. Wohin konnte ich einfach so Blackberries mitnehmen? Hm, na gut. Gehen wir in den Busch. Hm. Sehr merkwürdig. Muss ich doch mit links klicken? Nee. Naja, wie dem auch sei, jetzt heißt es erstmal das Spiel kennenlernen. Es gibt noch kein Charakterdesign, es gibt auch keine weiblichen Charaktere. Das heißt, Early Access Beta. Ich habe momentan die 20-Euro-Fassung. Die 40-Euro-Fassung umfasst einiges mehr, also von Tickets und so weiter. Ich werde euch das versuchen, damit aufzulisten. Ja, wie man sieht, da hinten haben wir einen Hirsch. Zombies. Einen Zombie habe ich auch schon erschlagen. Da habt ihr den Koja noch gehört. Muss ich mal gucken, ob ich den nachher drin lasse oder einfach mit Sound überspiele. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Weil wir echt jetzt sage und schreibe 5 Stunden gebraucht haben, um in dieses Game zu kommen. Haben uns gegenseitig moralischen Beistand gegeben im TS, während der Stream am Laufen war. Also wirklich, er hat nonstop gestreamt. Aber wie man sieht, hat sich's gelohnt. Zum Glück, zum Glück. Aua! Also wie gesagt, ich kann auch für nichts garantieren hier. Weißt du, bis der andere spawnt in der Stadt und ich spawn hier am Arsch der Welt. Böser Wolf. Ich habe kein Messer oder sowas, ne? Und bin wahrscheinlich wieder... Ja, war mir ja klar. War ja klar.
Ich werde mal gucken, dass ich hier so schnell wie möglich jetzt Zivilisation finde. Ist ja krass, ist das krass. Ja, und dann erstmal Häuser looten, Waffen finden, aber... Übrigens, da drüben steht ein Bär. Man kann Bäume fällen, man kann Kräuter sammeln, glaube ich, geht auch irgendwie, aber... Ich muss gerade mal gucken, wie ich aus dem Kampfmodus rauskomme. Settings, Controls. Player. Crouch, zieh hin, hocken. Ach, Resume. Bären gibt es hier ganz schön viele, wie ich gerade sehe. Interact. Ich muss ein bisschen auf die Geräusche achten, weil ich habe das Gefühl, dass die Viecher hier spawnen, aufgrund dessen, dass ich in der Nähe bin. Natürlich gibt es neben Gefahren wie Zombies und wilden Tieren auch noch andere Player. Wir sind extra auf dem PvP-Server gejoint. PvP Vanilla müsste das sein, ein EU-Server. Und, ist momentan auch noch Medium besetzt, das hängt aber wirklich mit den Login-Problemen zusammen. Boah, ja, kann man so sagen. Also es war ganz schön stressig. Resolution. Ja, keine Ahnung, wie ich aus diesem Kampfmodus rauskomme. Tab ist Inventory Marketplace. Result. Resource. Took a mouse. Player. Left Shift oder Right Shift. Interact wäre eh. Soweit so gut. Aber warum kann ich die hier nicht abernten? Oh, okay, mein Fehler. Na gut, dann gehen wir mal weiter ernten. Weil wir müssen ja auch definitiv Blut regenerieren. Hab ich gerade irgendwie was Schnelles gehört? Ach, das ist die Zombie. Okay, das wird wahrscheinlich mein Tod sein. Aber das gehört... gehört wahrscheinlich dazu. Ja, das ist nochmal eine ganz... Oh, krass. Nochmal eine ganz andere Physik. Ist der tot? Nein, ist er nicht. Aber ich habe ihn ausgenockt. Alter Schwede. Jetzt ist er aber tot, ne? Und ich bin schon wieder am Verbluten. Also es wird Zeit, dass ich wirklich Zivilisation finde. Jetzt breche ich mir hier noch die Zunge dabei. Bleeding ist nicht mehr. Bandage haben wir geused. Genau. Also in der Hinsicht habe ich Glück, dass ich hier die ganzen Brombeerbüsche finde. Ich hoffe, dass ich hier auf die Art und Weise... Na, hallo? Oder Tasche voll? Nee. Geht. Die Art und Weise ein bisschen Blut regenerieren kann. Ich weiß nämlich nicht, wo ich die nächsten herkriege, weil die fünf Bandagen, die ich hier jetzt drin habe, oder Rex oder, naja, halt diese Stofffetzen, habe ich echt aus dem ersten Busch rausbekommen oder Beutel, der bei mir im Inventar war. Ich denke mal, das ist so eine Startoption. Oh, hier haben wir eine Brücke. Ich sammle erstmal noch ein paar Bären ein. Das ist momentan meine einzige Nahrungsquelle, da ich ja noch kein Messer oder ähnliches habe. Und jetzt hoffe ich natürlich... Hallo? Jetzt. Dass ich noch irgendwie was anderes finde, um dann Tiere zu erlegen, etc. Übrigens, in dem Stream waren auch andere Leute, die bereits auf dem Server gespielt, beziehungsweise sagen wir mal generell gespielt haben. Auf dem Server, keine Ahnung. Mit dem Hinweis aufgrund dessen, dass es da so schwierige Login-Probleme gab, dass die Player zum teilweise oder teilweise sehr im Rage-Mode sind und PvP auch vollkommen ausgenutzt wird. Also, okay, das mit dem Looten ist anstrengend, muss ich gerade feststellen. Ich weiß auch gar nicht, wie das jetzt ist. Also, wie gesagt, das ist eine Early Access jetzt. Hallo? Na gut. Ich laufe mal immer quer durch. Oh, krass. Wieso habe ich denn hier so eine Performance-Einbrüche? Hätte ich jetzt nicht erwartet. Es gibt auch noch ein ausgefeiltes Crafting-System, wie weit das schon implementiert ist. Oh Gott, ich lehne mich jetzt wahrscheinlich zu weit aus dem Fenster. Also das heißt, durch Probieren zusammen... You dropped a brand. Ich will doch nicht droppen. Wieso habe ich gedroppt? Ach, ich habe einen Knüppel. Okay, wartet mal.
Wie rüste ich den denn aus? Das ist Stamina, habe ich nicht. Nee, Drop wollen wir nicht. Ich glaube, das ist Gewitter, was ich da in der Ferne höre. Crafting, da oben sieht man es zum Beispiel. Recites, Bandages, Wood Planks. Braucht man Scrap Clothes? Wood Stick. Braucht man eine Wood Plank? Metal Beer. Furnace, okay. Weapons, ja, wie gesagt, man muss sich da ein bisschen reinfinden. Es geht halt daran, dass man Rezepte rausfinden muss. Ich weiß noch nicht, inwieweit man die behält, wenn man wirklich mal sterben soll. Stimmen sollte. Ne, wir gehen jetzt erstmal. Oh, ich höre schon wieder einen Wolf. Na gut, wir gehen jetzt mal in die Richtung. Achso, wie gesagt, das ist ein EU-Server. Es ist nicht zu unterschätzen. Also, das heißt, mir können Franzosen, Engländer, Spanier, also alles, was in Europa unterwegs ist, kann mir begegnen. Ich denke, mit einer der Hauptsprachen wird Englisch sein. What? Okay. Jetzt frage ich mich natürlich gerade, wie lang dieser Apokalypse schon ist. Muss ich doch in die Richtung? Na gut. Ich werde mich natürlich versuchen zu verständigen im Englischen. Wird für mich nicht einfach, das kann ich gleich sagen. Wie man so schön sagt, da hat man in der Schule zu wenig aufgepasst. Ah, okay, via Alt-Taste kann ich mich umgucken. Das ist also wie in Daisy. Also ich werde mich versuchen zu verständigen, aber kann es natürlich nicht garantieren. Dass es alles so klappt, so nahtlos. Da mir doch viele Vokabeln fehlen. Und in dem Fall heißt es Learning by Doing. Was ist das? Was soll das? Ach, das ist ein Schild, okay. Gut, also ich laufe jetzt einfach mal der Straße hinterher, in der Hoffnung, dass wir hier irgendwo Zivilisation treffen. Ich bin schwer beeindruckt, dass mein Name überhaupt noch frei war. Ich war schon echt am Verzweifeln, weil ich überhaupt nicht ins Game kam. Ist das jetzt ein Zombie oder ist das ein Player? Das ist auf jeden Fall ein Wolf. Okay, laggy. Okay, ich bin wahrscheinlich... Ja, ich bin eh gleich tot, okay. Okay, die Wölfe sehen natürlich schon cool aus. Was bist denn du für ein blöder Wolf? Greifst mich einfach an, oder was? Na gut. Oh, jetzt ist das wieder so laut. Das passiert immer dann, wenn ich raustappe. Settings. Wo war's denn? Sounds. Natürlich, das erste, was ich höre, ist ein... Wolf. Autos. Autos sind immer gut. Wie gesagt, ich werde jetzt erstmal ein paar kleine Videos drehen. Einfach, um euch einen kleinen Vorgeschmack zu geben. Letztendlich ist... Oh, krass. Ach, Account. Ah, okay. Das habe ich im Prinzip erhalten durch die 20 Euro, die ich bezahlt habe. Was ist das Airdrop-Ticket? Habe ich keine? No planes ready, not enough... Ah, okay. Gut. Wie gesagt, ich werde ein paar Folgen drehen. Ich werde... Also mein Plan ist es, täglich rauszubringen. Ich werde ungeschnitten das Ganze rausgeben. Ich werde auch nicht warten, bis Content da ist, weil das Game ist nun mal neu. Und der Überlebensmodus ist doch hier ziemlich hardcore. Scrap Metal. Und von daher nehme ich einfach alles mit, was ich kriegen kann. Gibt es eigentlich einen Sprintmodus? Schwer zu sagen. Ich habe nebenbei übrigens noch den Chat laufen vom Stream. Ich stelle gerade fest, dass es noch einigen mehr so geht, dass die tatsächlich jetzt plötzlich ins Game kommen. Weil es gab zwischenzeitlich von dem John Smedley eine Meldung. Stop! Dude, stop, stop, stop! I'm friendly, I have no weapon. Hello, man, stop! Come on, really? I have nothing. No food, nothing. Can you talk? Oh,
Na, das geht ja schon wieder gut los. Okay, lassen wir das mal als ersten Eindruck. Ihr habt jetzt gerade gesehen, was auf euch zukommen wird. In dem Fall mache ich mal einen kurzen Cut. Ich danke auf jeden Fall, dass ihr das euch bis jetzt angeschaut habt. Morgen gibt es die nächste Folge. Und dann würde es mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und gebt mir mal ein Feedback, was ihr von dem Game haltet. Ich weiß, es ist kein DayZ und ich erwarte auch nicht, dass es wie DayZ ist. Ganz im Gegenteil. Also lasst euch einfach mal überraschen. Ne? Also schön einschalten morgen wieder und gebt mir Feedback. Macht's gut, meine Hübschen. Bis morgen.